Ole Pidelle. Oh, der Hafenverwaltungsbaracke in einer Wolke von Rum sitzt Ole Pinelle, den Prim in der Backe und unterhält sein Publikum. Hab mal mit einem gefahren und Paddy hieß das Bund. Er war der größte Saufaus von ganz Port Halersund. Er saß voll Sprit und Galle und wenn der ins Wasser spie, dann verreckte gleich jede Qualle. So giftig war das Vieh. Kalkuliere, muss man wieder tanken. Wer von den Herren ist dran? Kleine Buddel bloß für einen Kranken, aber sonst noch erzchristlichen Steuermann. Und dann nimmt er die Flasche ohne ein Wort und gießt sie runter und dann fährt er fort. Kam ein gewaltiger Brecher, der wischte den Paddy von Deck. Und da unten, da schwamm auch ein Haifisch und er schnappte sich ihn weg. Der wollte ihn fertig machen, aber Paddy, der hielt sich frisch. Er spuckte ihm bloß in den Rachen und doch verschied der Fisch. Kalkuliere, muss man wieder tanken. Wer von den Herren ist dran? Kleine Buddel bloß für einen Kranken, aber sonst doch erzchristlichen Steuermann. Und dann nimmt er die Flasche ohne ein Wort und gießt sie runter und dann fährt er fort. Einst kam er sinnlos besoffen ins Obdachlosenasyl und da hat er eine Alte getroffen und die versprach ihm viel. Doch als ihm die dürre Krubbe schließlich zum Hals heraus hing, er spuckte sie ihm in die Suppe, so dass er zugrunde ging. Kalkuliere, muss man wieder tanken. Wer von den Herren ist dran? Kleine Bouteille bloß für einen Kranken, aber sonst noch erzchristlichen Steuermann. Und dann nimmt er die Flasche und macht sie gleich leer und rülpst noch einmal und lebt nicht mehr. Vor der Himmelsverwaltungsbaracke in einer Wolke von Schnee sitzt Ole Pinelle auf weißer Schabracke und spinnt Geschichten von der See. Haben wir mit einem gefahren und Paddy hieß dieser Spund. Er war der größte Saufaus von ganz Port Halersund. Der saß voll Sprit und Galle und wenn der ins Wasser spie, er verreckte gleich jede Qualle. So giftig war das Vieh. Kalkulieren, muss man wieder beten. Wer von die Engels macht mit? Da schweigen sie alle betreten und denken an Rumpferschnitt. Ganz besonders der eine, da hinten im Hintergrund. Denn das ist Paddy von Port Halersund.